Wir sind ein Herz und eine Seele. Also wir sind fast wie Zwillinge. Im Jahre 2002 sind wir aus dem Tschetschenienkrieg nach Deutschland geflohen und haben uns halt hier, also mit unserer Familie, eine Zukunft aufgebaut. Man muss da wirklich von Null anfangen. Die Integration war für mich persönlich die ersten Jahre nicht einfach, aber wenn man etwas erreichen möchte, dann erreicht man das auch so. Wir waren drei Brüder und 2010 ist unser mittlerer Bruder an einem Autounfall verstorben. Man kommt in ein anderes Land, beginnt alles von vorne, verliert seinen Bruder. Es war halt ein so richtiger Schlag ins Gesicht. Also wir sagen nicht immer, wir sind zwei Brüder, sondern wir sind immer die drei Brüder und das wird auch immer so bleiben. Ich war so eher so, ja, ich bin der Ältere und ich musste halt die Ruhe bewahren, obwohl innerlich bei mir auch alles irgendwie zerplatzt war. Also mein älterer Bruder war immer so, zu ihm hat man immer aufgesehen. Aber nach dem Tod haben wir uns nochmal anders kennengelernt. Ich würde sagen, jeder geht seinen Weg. Es wird immer wieder irgendwo Tiefpunkte geben, aber es wird auch immer wieder Höhepunkte geben und die erleben wir halt immer zusammen. Wo er jetzt ist und wo ich jetzt bin, man kann sagen, Chapeau. Karate verbindet uns eigentlich in allem. Er coacht mich, ich coache ihn. Man pusht sich halt gegenseitig. Das ist dann so eine Sportart, die man zusammen angefangen hat. Und heute gewinnen wir auch Meistertitel. Von deutscher Meister bis Europameister bis zum Weltmeister. Immer wenn man das gewonnen hatte, ging der erste Anruf an die Eltern und das war das Schönste. Also das war so ein schönes Gefühl, wenn die Eltern stolz sind. Ja. Familie ist das Wichtigste im Leben. Wir möchten mit dem Gewinn unseren Eltern danken und unser größter Wunsch ist es, unseren Eltern ihre eigenen vier Wände zu ermöglichen.